nie verkehrt, ne? Ich finde Musketiere ganz geil eigentlich. Und was richtig wichtig war, war die Chemie, fand ich. Also mit den Kanonen reiß ich viel mehr als mit den scheiß Triebocken. Okay. Triebböcken. Okay. Also Salamanca sollte auch gleich mir gehören. Ich habe jetzt übrigens meine Wissenschaft mal eben auf von 60 auf 111 gebracht. Ich habe jetzt endlich mal ein paar Universitäten gebaut. Wo ist denn deine Wissenschaft? Bei 66. Ja, das liegt einfach daran, dass ich mehr Städte habe. Dadurch habe ich einfach auch mehr Universitäten, ne? Das könnte gut sein, ja. Wobei deine Athen tausendmal fortschrittlicher ist als eine von als Berlin oder so. Naja, läuft. Was bist du denn? Ach, du bist ein großer Ingenieur, okay. Gut, dann geht's weiter. Ich hab ein bisschen Angst immer. Vor jeder Runde habe ich Angst. Ja, ich auch. Ah, shit, da kommen sie. Jetzt sieh's. Jetzt gibt's wieder Krieg hier oben. Egal, ballern wir erstmal drauf. Hier bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, die ziehe ich erstmal nach oben hier. Von umkommen dann Schwertkämpfe, vielleicht sollte ich irgendwo noch mal ein paar Truppen bauen, aber nicht jetzt. Scheiße, ich weiß nicht, wie ich die abwehre da oben. Na doch, ich hole die Ritter hoch, das müsste klappen. Ritter gegen Langschwertkämpfer müssten die Ritter doch überwiegen, oder? Nein, schon. Dann lasse ich die Musketiere dort unten in Salamanca, die übernehmen ein. Die Langschwertkämpfer dort, die schaffen es ja wohl gegen die. Sind sie rangekommen? Das wird spaßig. Das könnte jetzt spaßig werden. Ey, Mann! Und da greift den doch mal an. Wo ist dein scheiß Problem? Ah, sie haben es überlebt. Sehr gut. Ich mag es, wenn Einheiten es überleben. Runden. Naja, egal. Warum habe ich jetzt plötzlich so wenig Gold? Ich brauche mehr Gold, ey. Na gut, wird schon noch. Eigentlich würde man ja meinen, desto mehr Städte, desto mehr Gold, aber desto mehr Städte, desto mehr Unterhalt. Leider. Oder ich stelle mich hier nur doof an, kann natürlich auch sein. So, jetzt sieht's wieder gut für mich aus. Jetzt habe ich hier wieder eine Menge Einheiten stehen vor Gaziantep. Dann noch Ritter, 3 Bataillonen. Er will mir 900 Gold anbieten für Frieden und 5 Pferde und offene Grenzen. Ich überlege, das erstmal zu tun. Ja, mach das. Nee, Salamanca hole ich mir noch. Die ist schon, okay. Guck mal, ist schon halb tot. Okay. Dann weite ich mein Reich erstmal nach rechts komplett aus und dann geht's nur noch nach oben, weißt du? Hm. Dann habe ich nur noch eine Grenze, das ist deutlich einfacher zu defen. Und sobald ich Gaziantep eingenommen habe, mache ich auch. Gehe ich auch erstmal voll auf Frieden, ey, und baue mich erstmal wieder auf. Ja. Muss ja auch sein, ne? Ja, es muss auch sein. Frieden muss auch mal sein. Das ganze Volk bei mir ist so unzufrieden. Ja. Die haben keinen Bock mehr, ey. Kenn ich. So, können wir nächste Runde? Dann habe ich, glaube ich, Salamanca. Der Name, woran erinnert mich der Name? Salamanca. War das nicht irgendwie so ein Mafia-Boss oder so? Keine Ahnung. Vielleicht einfach an den Salamander? Nee. So plumpes Klingen mag. So, jetzt nee. Nicht. Nee. Ey, die was jetzt? Kommen, die kommen mit einem Zug mit 20 Einheiten plötzlich aus dem Dunkeln. Spaß. Oh, es ist doch zum Kotzen.
Okay, du bleibst stehen. Was habe ich denn hier produziert? Hm, keine Ahnung. Dann werde ich erstmal wieder ein paar Truppen bauen, und zwar ein paar Ritter. Ich glaube, ein paar Ritter sind gar nicht schlecht. In München werde ich ein paar Musketiere bauen. Ist, glaube ich, auch der Vorteil, dass ich ihn halt in ganz vielen Städten immer produzieren kann. Truppen meine ich. Weißt du, ich meine? Ja, macht ja Sinn. Hilft mir halt auch, glaube ich. Nicht so, ist nicht so verkehrt. Ich kann ja nicht so viele Einheiten ausbauen. Gut, nächste Runde würde ich sagen. Was für eine Forschung nehmen wir jetzt eigentlich? Ah, er ist ja fertig. Hä, der fragt mich nie, gar nicht mehr nach Forschung. Ist voll doof. Bankwesen, dann können wir richtig viel Gold machen. Oder drei. Schützen wäre natürlich auch geil. Ja, wir brauchen unbedingt Schützen. Damit haben wir, aber das sind bei mir 30 Runden. Bei mir 18. Okay. Jetzt sind es noch 12. Ich würde echt gerne vorher Bankwesen machen, weil ich habe kaum noch Gold. Nee, mach drei. Wir ziehen jetzt das drei durch. Dann kann ich meine Musketiere aufwerten und dann rotze ich die alle weg. Na gut. Sind 12 Runden jetzt noch bei mir. Ja. Oh, ich habe immer... Jede Runde kriege ich einen Herzinfarkt, ey. Oh, diesmal zurecht. Oh, oh. Ich rüber die Jungs hier. Bleiben meine neuen Truppen, ja. Zieh ich die hoch. Okay, läuft. Sollte ich deffen können. In einer Runde sind neue Ritter fertig, in zwei Runden neue Musketier. Das läuft, okay. Alter, ist das ein Krieg? Das ist unfassbar. Das glaubt mir niemand, was ich hier reinhaue in den Krieg. Ich glaub dir das. Bei mir ist es ja nicht anders. Ja. Ja, bei mir läuft es aber irgendwie ein bisschen besser, glaube ich. Ja. Was jetzt passiert? Feind gesichtet, ja, okay, ist so egal. So, Salamanca gehört mir. Jetzt gut geht, habe ich ja Stadt ist eingenommen, wunderbar. Fupp. Er möchte mit mir keinen Friedensvertrag machen. Er sagt, das ist kein annähernd gutes Geschäft. Und wenn ich dir jetzt noch 30 Gold in die Hand drücke? Sag einfach, was willst du haben? Da gibt's doch so einen Knopf. Was schlägst du vor? Er möchte gar nicht. Okay. Na gut, dann wird das jetzt noch ein bisschen dauern. Ich habe mittlerweile habe ich 4 Städte von ihm eingenommen. Okay, ich habe 2 eingenommen. Okay.
machen als nächstes? Ich muss unbedingt verteidigen. Ja, mein Reich ist mittlerweile ziemlich groß, ne? Oder was sagst du? Ich habe sonst nie große Reiche bei Civilization. Ich spiele sonst immer nur mit ein, zwei Städten und mache daraus richtige krasse Kulturdinger und gehe dann auf einen Kultursieg. Das ist irgendwie das Liebste, was ich mache. Aber so auf Militär und gib ihm mal richtig, habe ich noch nie gemacht. Nee? Nee. Das ist das erste Mal. Das ist das Spannendste eigentlich am Spiel. Weiß, finde ich gar nicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin eigentlich lieber der Friedfertige und mache dann irgendwie meine Weltwunder und freue mich da voll dran und dann ist gut. Okay. Aber so ist auch nicht schlecht. Also es ist. Ich baue lieber Atombomben. Ja. Ich glaube, wenn man eine Atombombe abfeuert, dann ist gleich automatisch jede Nation dein Gegner. Ja. Erklärt dir jede Nation den Krieg automatisch. Zu Recht. Habe ich kein Problem mit. Ja gut, wenn man Atombomben hat und die anderen noch irgendwie. Oh, jetzt kommen plötzlich ganz viele Truppen hier. Egal, die ziehe ich hoch. Das auch nicht so einfach gerade. Wo sind meine anderen Musketiere da? Es kann sein, dass er sich jetzt die Stadt wieder zurückerobert. Das wäre mies. Das wäre nicht so cool. Inakzeptabel. Vorhin wolltest du mir 1000 Gold anbieten. Okay, weiter geht's. Ja, unbedingt. Jo, ich soll das ich... Hä? Wie geht das denn? Was denn jetzt? Was denn? Immer noch. Rede mit dir. Er hat sich die Stadt zurückerobert und die Stadt hat wieder halbes Leben. Ja, ist normal. Immer wenn man sie erobert, hat sie ein halbes Leben. Ist bei dir auch so gewesen. Dann hat sie die aber gut schnell wieder runtergekloppt. Tja, er will jetzt keinen vernünftigen Friedensvertrag mit mir aushandeln. Ich denke, dann gehe ich halt weiter auf Grand River. Was soll's? Ja. Ich lass mich doch nicht verarschen. Mach du mal. Dann muss der Krieg halt weitergeführt werden, was soll's. Verarschen lasse ich mich nicht. Hab ich gar keinen Bock drauf heute. Ne? Vor allem, desto weniger Städte er hat, desto weniger Städten kann er auch Einheiten produzieren, ist klar. Jetzt gerade noch nicht so Bock. Jetzt muss ich erstmal schauen, was ich hier mache. Ich finde die Steuerung in Civilization echt schlimm. Ich finde sie geil. Nee, diese ständige Hin- und Hergehoppe geht mir so auf den Senkel. Das habe ich gar nicht. Doch. Absolut. Ja, ich aber nicht. Dann klicke ich mich ständig und dann laufen meine Einheiten auch mal dahin, wo sie gar nicht hinlaufen sollen. Hm. Keine Ahnung, was du machst. So. Was mache ich denn jetzt?
Ich werde die Truppen jetzt... Oh, hier. Pikniere. Wo kommt ihr denn her? Sag nicht, das ist noch eine Stadt, ey. Oh, da sind noch weitere Städte links. Na sowas. Die regen mich langsam echt auf, die Typen. Na egal, weiter geht's.